Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, sagte einst Regie-Ikone Rainer Werner Fassbinder. Er starb mit 37, aber hinterließ ein beeindruckendes Lebenswerk von mehr als 40 Filmen. Die Frage ist, war es das wert? Wie viel Schlaf brauchen wir wirklich? Und was ist schlimmer, zu viel oder zu wenig? Ich weiß es und Sie gleich auch, denn das ist CCN. Schnatterinchen, was machst du denn hier? Der Pütteplatz hat gar keine Hose an. Pennen, ratzen, in Morpheus Armen liegen, an der Matratze horchen, Bubu machen, sich aufs Ohr legen, schlummern, ein Nickerchen halten, knacken, dösen, pofen. Das ist eine Aufzählung aller Synonyme für das Wort schlafen und das, was dabei rauskommt, wenn man Autoren nach Zeilen statt nach Gags bezahlt. Freunde, das hängen wir alles hinten dran, ist klar, ne? Der Mensch verbringt ein Drittel seines Lebens mit Schlafen. Im Schnitt gut 25 Jahre, also fast so viel wie mit Werbespots aushalten auf YouTube. Aber warum schlafen wir überhaupt? Endgültig ist diese Frage bis heute nicht geklärt. Sicher ist nur, schläft man längere Zeit nicht, stirbt man. Der Weltrekord im Wachbleiben wird zurzeit vom Briten Tony Wright gehalten. Der blieb 11 Tage und Nächte wach, also insgesamt 266 Stunden. Dieser Weltrekord ist allerdings inoffiziell, weil das Guinness-Buch der Rekorde keine Bestzeiten im Wachbleiben mehr akzeptiert. Laut Jury ist das einfach zu gefährlich. Weiterhin einreichen darf man aber Weltrekorde im Schwertschlucken, im Klapperschlangen in einer Badewanne liegen und im aus dem fucking Weltall hüpfen. Alter Schwede, dabei sieht man doch am Baumgartner, wie schlecht das für den Kopf ist. Aber die Guinness-Buchmacher haben natürlich recht. Schlafentzug ist nicht umsonst eine beliebte Foltermethode. Die kam unter anderem in Guantanamo zur Anwendung und bei den Koalitionsverhandlungen. Trotzdem versuchen immer wieder Menschen, den Schlaf zu besiegen. So auch unser heutiger Gast, Dr. Uwe Droff. Schlafforscher und nach eigenen Angaben nicht seit 3 Tagen, sondern 3 Monaten wach. Guten Abend oder guten Morgen oder egal. Ja, guten Tag, Herr Droff. Was genau wollen Sie denn mit Ihrer Aktion erreichen? Ich will beweisen, dass Schlaf eine völlig überflüssige Beschneidung von Lebenszeit ist. Sie sehen ja, es geht mir glänzend und ich habe Zeit, unglaublich viel Zeit. Aber ganz ehrlich, seit 3 Monaten wach, macht sich das nicht irgendwann psychisch bemerkbar? Sie sehen ja, es geht mir glänzend und ich habe Zeit, unglaublich viel Zeit. Herr Droff, was war das? Das war nur mein Weckton, falls ich doch mal etwas wegdüse. Brauchen Sie den? Ab und zu. Gut, ich meine, rein aus sendetechnischen Gründen könnten wir den kurz ausmachen, den Alarm. Natürlich. Danke. Ich hoffe, es ist Ihnen trotzdem möglich, während des Interviews wach zu bleiben. Na, selbst doch. Dr. Droff? Dr. Droff? Ja, da werden wir wohl zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu Dr. Droff schalten. Natürlich stellt sich die Frage, warum müssen wir überhaupt schlafen? Schlaf scheint vor allem dazu zu dienen, im Oberstübchen mal ordentlich durchzufegen. Das Gehirn sortiert die am Tag gesammelten Eindrücke und löscht alles Unwichtige. Also E-Mail-Passwörter, Französisch-Vokabeln und den Jahrestag mit der Freundin. Gespeichert bleiben dafür wichtige Dinge wie die Dortmunder Meisterelf von 2012 und Ronnys Furzrekord beim Malle-Urlaub. Wahnsinn, oder? Wie da zum Schluss noch Land dabei war. Besonders wichtig für diesen Aufräumprozess ist eine Schlafphase namens REM-Phase. Das steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. In dieser Phase kommt es zu erhöhter Herzfrequenz und sexueller Erregung. Also quasi das Gegenteil zur REM-Phase. Die ungevögelten Jungs in den 90ern. Ihr erinnert euch. That's me in the corner. That's me in the spotlight. I'm losing my religion. Für die, die es nicht mehr kennen, R.E.M., das war so eine Art Coldplay für Depressive. Ich höre gerade, wir schalten noch einmal zu Dr. Droff. Sie sehen, das geht mir glänzend und ich habe Zeit, unglaublich viel Zeit. Ja, guten Morgen, Dr. Droff. Jetzt haben Sie ja doch irgendwie kurz geschlafen. Nein, habe ich nicht. Denn das wäre ja fatal. Denn wenn der Körper sich erstmal wieder an Schlaf gewöhnt, ist es äußerst schwierig. Gut, ich würde sagen, da schalten wir später nochmal hin. Für die meisten ist Schlaf einfach nur schön. Es kann aber auch ein medizinisches Problem sein. Dann spricht man von Narkolepsie. Und nein, das ist kein Lars von Trier-Film. Betroffene werden von Schlafattacken heimgesucht und nicken beim Reden, Essen oder in der U-Bahn oft völlig unvermittelt ein. Als Hauptursachen für Narkolepsie vermutet man genetische Veranlagung, Stress und das Nachmittagsprogramm des ZDF.
Es gibt aber auch Menschen, die alles dafür tun würden, einfach mal geil zu pennen. Kein Wunder also, dass auch in der Höhle der Löwen ein Schlafmittel angeboten wurde. Eine Wirkstoffmischung, die auch kurzen Schlaf angeblich erholsamer macht. Die Investoren haben ordentlich was hingelegt. Dabei sind sich die meisten Wissenschaftler einig, dass der Wirkungsgrad des Mittels ungefähr einem Glas Hafermilch entspricht. Das Publikum so an der Nase herumzuführen, finde ich einfach nur schäbig. Und damit gebe ich ab zu unserem Werbespot unseres heutigen Sponsors Schlummerschlau. Forget. Forgot. Forgetten? Ach, vergiss es. Fällt Ihnen das Lernen schwer? Können Sie sich Neues auch nach der dritten Wiederholung kaum merken? Dann geht es Ihnen wie den meisten Menschen auf der Welt. Aber kein Grund zur Verzweiflung, denn wir haben die Lösung für Sie. Schlummerschlau, das perfekte Lernsystem für alle, die wach, zu dumm oder zu faul sind. Ja! Denn wenn Sie schlafen, ist Ihr Gehirn besonders aufnahmebereit. It works. Lernen Sie kochen im Schlaf. Bon Appetit. Sogar Boxtraining funktioniert. Im Schlaf. Es funktioniert. Auf die Deckung achten, Mensch. Und unser Spezialangebot für Langzeitarbeitslose wird sogar zu 100% vom Jobcenter gefördert. Eine Ausbildung zum Stuntman. Im Schlaf. Also, rufen Sie noch heute an! 0900-5829-006654. Und wenn Sie sich das nicht merken konnten, gute Nacht! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder Ingmar. Die Optimierung des Schlafs ist keine neue Erfindung. Der Maler und Erfinder Leonardo da Vinci war einer der ersten, der extrem polyphasisch geschlafen haben soll. Dabei teilt man den täglichen Schlaf in viele kleine Einheiten auf. Schläft also nur alle 6 Stunden für 20 bis 30 Minuten. Vielleicht stammt daher auch das mysteriöse Lächeln der Mona Lisa. Die wusste einfach nicht, glotzt der mir jetzt seit einer Viertelstunde auf die Glocken oder ratzt der einfach nur? Oh, ich kriege hier gerade rein, es gibt Neuigkeiten von Dr. Uwe Droff. Herr Droff, können Sie mich hören? Laut und klar. Herr Droff, was ist denn mit Ihrer Frisur passiert? Nichts, wieso fragen Sie? Dr. Droff, kann es sein, dass Sie da an Ihrer Hand da gerade, dass das eine Mehrfachsteckdose ist? Nein. Wieso? Die andere. Ach, ja, die schon. Ja, das scheint mir jetzt nicht so richtig gesund zu sein. Oh, im Gegenteil. So eine leichte Stromstimulanz schärft die Sinne. Ich schmecke Farben jetzt viel intensiver. Dr. Droff, mal so unter uns polnischen Gebetsschwestern. So ganz ohne Drogen läuft das da bei Ihnen aber auch nicht ab, oder? Erwischt! Ja, es geht doch nichts über eine Tasse frisch gebrühten Java-Kaffee. Och, dieses wunderbare Gefühl, wenn das warme Koffein die Schleimhäute zum Vibrieren bringt. Ja. Dr. Droff, haben Sie da eine Magensonde? Nein. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Oh, ganz schön heiß. Oh. Die einen versuchen mit Gewalt wach zu bleiben, die anderen zu schlafen. Heath Ledger, der beste Joker aller Zeiten, litt dermaßen unter Schlafmangel, dass er letztendlich an einem Cocktail aus Schlaf- und Beruhigungsmittel starb. Michael Jackson ließ sich über Monate mit Propofol einschläfern, um zur Ruhe zu kommen und starb ebenfalls an einer Überdosis. Dazu habe ich jetzt keine Pointe anzubieten, aber einen guten Rat. Pennt, ratzt, schlaft. Hört auf, Kaffee und Energydrinks in euch reinzukippen, bis die Pupillen vibrieren. Nur um die Symptome vom Schlafmangel zu bekämpfen. Ernsthaft, wenn euch jemand erzählt, dass er seit Wochen großen Hunger hat, aber dagegen super Pillen nimmt, ja, dem würdet ihr da Augenschweinebraten reindrücken. Selbe Logik sollte für Schlaf gelten. Schlafmangel wirkt auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen nämlich ähnlich wie Alkohol. Okay, hat natürlich auch Vorteile. Nee, man kann sich sein Gegenüber durch zu langes Wachbleiben doppelt schön saufen. Gut zu beobachten beim Resteficken in der Dorftisse, habe ich gehört. Langschläfer sind dagegen nicht nur kreativer und intelligenter als Frühaufsteher, Schlaf hilft auch beim Abnehmen. Also, ich gehe jetzt schlafen. Schlafen Sie mit mir. Nein, ernsthaft. Schlafen Sie mit mir. Ich bin sehr, sehr einsam. Das war CCN. Wenn Sie jetzt nicht abschalten, bleiben Sie dran. That's me in the corner. That's me in the spot. Like I'm losing my religion. Schon traurig.